Ja, willkommen in Myst Survival, einer neuen kleinen Serie auf diesem Kanal. Myst ist ein Zombie-Apokalypse-Survival-Spiel, was noch ziemlich früh im Early Access steckt. Looting, Shooting, Erkunden, Bauen, Craften, alles ist dabei, aber es gibt noch sehr viel unfertige Bereiche, Mechaniken, die verbuggt sind und all die Dinge, die man eben aus Early Access kennt. Aber wenn man damit fein ist, dann kann man hier schon einiges sehen und erleben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Myst im Gegensatz zu vergleichbaren Titeln auf Steam wirklich nicht viel kostet. So, die Tutorial-Hilfeseite mache ich mal zu. Wir sind hier an einem der Spawnpunkte, davon gibt es circa eine Handvoll. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass jeder Spawnpunkt so einen Koffer oder Kiste hat, wo so ein bisschen Grundausstattung drin ist. Hier zum Beispiel eine Axt, die kann ich schon mal ganz gut gebrauchen. Bandage, bisschen was zu essen, Werkzeuge. Hier steht auch ein Auto mit einem Fischbucket Upgrade, da können wir einen Fisch mehr rumtragen. Nicht, dass ich eine Angel hätte, aber ich nehme es erstmal mit. Was haben wir hier? Ein Nähkit und Zucker. Ja, brauche ich erstmal noch nicht. Ich bin jetzt sehr sparsam mit dem Looten. Das hier nehme ich aber mit. Das sind Bleistifte und Streichhölzer. Und was wir mit den Bleistiften machen können, ist, wir können die Karte aufmachen und unsere Position mit einem Bleistift malen. Und man kennt das ja, wenn man was mit einem Bleistift malt, dann ist der Bleistift danach weg. Und genau so ist das hier auch in Myst. Da muss man sich also überlegen, wie oft man das wirklich braucht. Ja, Survival Game. Was man sich jetzt vielleicht denkt, ist, ich werde erstmal einen Unterschlupf suchen und Tiere jagen und mich um Nahrung kümmern und mich darum kümmern, wie ich sauberes Wasser herkriege. Aber seien wir ehrlich, in unserer materialistischen Gesellschaft ist sowas alles gar nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger sind Statussymbole. Und deswegen werde ich mir zuallererst mal ein Auto besorgen. Einen schönen großen SUV-Pickup. Das ist doch genau das Richtige für mich in der Apokalypse. Kann in Myst verschiedene Autos reparieren, die so rumstehen. Man braucht dafür allerdings 4 Räder, eine Autobatterie, einen Motor, eine Zündkerze und Benzin. Und genau das werden wir uns jetzt holen. Und deswegen laufe ich zu einer Tankstelle, Schrägstrich Schrottplatz, wo wir die ersten Sachen finden werden. So, hier ist leider nichts drin, weder Teile noch Benzin. Immer noch im Kofferraum, auch nicht. Huch, Handschuhfach? Nichts. Okay, ich habe sowieso kein Inventar, Platz, um hier irgendwas mitzunehmen. Hier ist einiges drin, aber kein Platz. Mich interessieren viel mehr Benzin und Autoteile. So, und wie kommen wir an Benzin? Natürlich, indem wir den Benzinkanister nehmen. Denn damit können wir hier Sprit absaugen. Hier sind 1,23 Liter drin. Und hier war auch schon was im Benzinkanister drin. 2,5 Liter. Füllen wir das hier auf. So, dann haben wir fast 4 Liter. Hier ist nichts drin. Hier ist ebenfalls nichts drin. Gehen wir rein. Schauen wir hier noch. Und hier gibt es ein Spark-Plug. Das können wir uns ausbauen. Das ist eins der Teile, die wir brauchen. Und ein bisschen Benzin hat das Teil auch noch. So, was man gerade gehört hat, war ein Car Crash Event. Das tritt hin und wieder mal auf. Das sind dann so Überlebende, die irgendwie einen Autounfall bauen, dem man helfen kann und mit dem man dann auch handeln kann. Und wie man die lokalisiert, ist auch wieder mit einem Bleistift. Klickt man hier auf Event Location und dann sieht man, also wir sind jetzt hier. Und dann sieht man, wir müssen jetzt die Straße weiter runterlaufen, um auf den zu stoßen. Das können wir auch irgendwann mal machen. Allerdings ist das jetzt nicht so interessant, weil die haben auch jetzt nichts, was ich unbedingt brauchen würde. Jedenfalls jetzt noch nicht an Tag 1. So, hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, denn hier sind Zombies drin. Oh, der hat mich gesehen. Ich bin weg. Ja, das ist so in Myst. Die können mit dem Tageslicht hier nicht so viel anfangen. Also fast wie Vampire. Deswegen können die sich nur da drinnen aufhalten. Aber ich brauche, mal schauen, wer jetzt wieder zurückkommt, wenn ich mal in den Duck-Modus gehe. Nee, sieht gut aus. Ich will nämlich dieses Rad hier haben. So, jetzt könnt ihr mir gestohlen bleiben. Ich bin weg.
Okay, wo ich jetzt hinrenne, ist die Community. Also einfach die Straße hoch, die Nebenstraße rein und dann sind wir in der kleinen Stadt und dort suchen wir uns ein Auto und bauen das auf. Denn in der Stadt finde ich die restlichen Teile, die wir brauchen, um ein Auto in Gang zu kriegen. So, ich ziehe das jetzt hier natürlich mit Absicht ein bisschen anders auf, als die meisten Leute Mist spielen. Natürlich ist es sinnvoll, sich zuerst einen Unterschlupf zu suchen und sich zuerst um Nahrung und so zu kümmern. Aber ihr habt das Inventar gesehen, die paar Slots ohne Auto sich hier rumzubewegen und zu looten, das ist echt ein Krampf. Und da es durchaus möglich ist, sich in den ersten Stunden des Spiels gleich ein Auto zu beschaffen, habe ich gedacht, dann fangen wir doch einfach mal so an und machen uns die Sache hier ein bisschen komfortabler und können dann mit dem Auto rumfahren und die Map erkunden und looten. So, hier ist das Auto, was ich fit machen möchte erstmal. Hier gehen wir einfach hin und ziehen das Rad hier rein. Dann baut er das ein. Und die Zündkerze auch. Und Benzin füllen wir auch rein. So, der Kanister kann da gleich drin bleiben. Machen wir das zu. Dann brauche ich jetzt noch den Motor und drei weitere Räder. Und die Batterie. Batterie, gar kein Problem. Steht hier auf dem Sofa rum. Räder sind hier auch ganz gut verteilt. Eins sollte in dieser Garage hier drin sein. Pup. Ein weiteres ist hier um die Ecke an dem blauen Haus. Hier sind Zombies drin, aber die kommen hier nicht raus. Manchmal ist hier was Interessantes drin. Oha, guck dir das an. Eine M4. Nehme ich erstmal mit, oder? Macht Sinn. Ich habe allerdings noch keine Munition dafür, also bringt mir das jetzt im Moment noch nicht so viel. Und installieren wir die Räder, die Autobatterie und dann hole ich mir noch das restliche Rad und den Motor. So, den Rest kriegen wir von dem Schrottplatz, der da hinten ist. Der hat allerdings den grünen Nebel. Und der ist giftig, von dem kriegt man Schaden, aber wir haben ja eine Gasmaske. Oh. Hier sind Racks. Ah, hier sind überall so gute Sachen. Nehme ich mir ein bisschen was zu essen mit. Ich will einfach nur hier einmal durch. Noch mehr Racks. Kann ich nicht aufheben. Ach ja. So, hier ist ein Rad. Und der Motor steht hier hinten in der Ecke. Und mehr brauchen wir von hier noch gar nicht. Deswegen renne ich jetzt zurück zum Pickup und dann können wir damit schon losfahren. Der Nebel kommt. Ja, auf jeden Fall kommt der Nebel. Dann lasse ich den kurz stehen, den holen wir uns gleich. Nutzen wir die Gelegenheit für ein bisschen Looting. Und gehen hier mal in den General Store rein. Tür zu. Hier gibt es nämlich einen Container, den können wir dann auch gleich mitnehmen. Oh, und hier ist ein Revolver und Munition. Das ist sehr gut. Das ist sogar extrem gut. So, das Gute in Mist mit den Containern ist, die so weiß umrandet werden, die kann man einfach mitnehmen und beliebig irgendwo hinstellen und durch die Gegend tragen. Ist vielleicht manchmal ein bisschen hakelig an Ecken oder so, aber ich lege das erstmal vor die Tür. Und dann gehe ich hier hoch. Und mache die Tür zu. Und lege mich hier hin zum Schlafen. 2 Stunden. So, kleines Nickerchen. Und der Nebel ist weg. Wie das mit dem Nebel funktioniert, ist einfach, wenn der Nebel kommt, dann spawnen Zombies überall. Und die kriegen dann natürlich auch keinen Schaden, weil kein Tageslicht durchkommt. Und sind sehr aggressiv und wenn man sich nicht verteidigen kann, dann ist man auch sehr schnell tot. Und deswegen ist es eine gute Sache, wenn der Nebel kommt, sich einfach ein ruhiges Plätzchen, ein sicheres Plätzchen, am besten irgendwo erhöht zu suchen und dann einfach die Zeit abzuwarten oder zu schlafen. So, packen wir die Kiste hier rauf, denn das kann man auch machen und kann man damit rumfahren und wir haben unsere erste Storage-Kiste auf dem Pickup. Die Werkzeuge brauche ich da auch nicht. Packe ich hier alles rein, dann habe ich freies Inventar, womit wir looten können. Und den Revolver werde ich mal laden.
Für das Sturmgewehr habe ich leider noch keine Munition. So, rein hier. Kiste anschalten. Und dann muss ich mal mich hier irgendwie dilettantisch rausrangieren. Oh je. Oh no. Ja, nee. Ja, jetzt aber. Ich komme durch. Nein. Nicht. Ja. Jetzt. Ah, oh, genau. Ah, Freiheit. So, was wir jetzt machen wollen ist, wir suchen uns irgendein Haus, wo wir die erste Nacht verbringen können. Ich weiß schon, wo ich leben will langfristig, aber wir werden jetzt erstmal zu einem dieser Watchtower fahren und da am besten die erste Nacht verbringen und dort schlafen. Denn ich will mal die Gelegenheit nutzen, mir dort gleich ein paar Storage-Container zu bauen für unseren Pickup, damit wir so ein bisschen, ja, das Ding hier zu einem Lastwagen sozusagen umfunktionieren, damit wir über die Map fahren können zum Erkunden und Looten und alles mitnehmen können, dann ist es nicht so ein Inventarmanagement-Albtraum. So, zuerst mal sammeln wir uns hier alles ein, was wir finden können. Hier gibt es Seile sogar. Nett. Nett, nett. Komponenten. Noch mehr Komponenten. Metall. Seil. Was ist das? Noch ein Seil. Okay. Noch ein Seil. Und ich glaube, das war's von hier. Dann gehen wir mal hoch. So, das Ding werde ich jetzt erstmal zu meiner Base machen. Das bringt jetzt zwar noch nicht so viel, weil ich noch gar keine Mitarbeiter und so habe, aber dann ist es erstmal fest. Hier gibt es Klamotten gleich. Okay, die ziehe ich doch direkt an. Equip und Equip. Sehr schön. Hier gibt es allerlei Loot, Ketten, Material und eine weitere Kiste, die wir letztendlich dann auch auf unseren Pickup stellen können. So, das Ding hier ist leider geschlossen. Da brauchen wir eine Brechstange oder ein Dietrich. Noch mehr Feuerholz. Kann auch gleich in die Kiste. So, und dann machen wir mal das Bausystem auf. Das Bausystem ermöglicht den Bau von Storage-Containern. So, die besten hier, die brauchen leider Gears. Und Gears sind sehr wertvoll und im Early Game sollte man die dafür wahrscheinlich nicht verschwenden. Deswegen mache ich einfach diese roten locker. Und die brauchen Metal Scraps und Komponenten und ein bisschen Holz. Ich werde die aber mal hier draußen bauen, weil ich will die letztendlich runterwerfen dann und auf den Pickup stellen. Deswegen kommen die jetzt erstmal hier hin. Dann muss ich sie nämlich nicht aus der Tür später rausfummeln. So, versuchen wir erstmal drei Stück aufzubauen. Aber was ich noch gar nicht geguckt habe, gibt es nicht immer hier hinten was in der Ecke? Ah ja, guck dir das an, einen Baseballschläger. Der kann gleich hier unten rein. In die Hotbar. Und das Teil, wo ich noch keine Munition habe, das kann eigentlich auch hier bleiben. Was will ich denn damit? Ist das sowieso ohne Munition nur eine Attrappe? Gut, dann brauchen wir jetzt Holz, Metal Scrap und Komponenten. Kümmern wir uns zuerst um das Holz. Ja, Axt habe ich dabei. Fällen wir irgendwie ein, zwei Bäume. Das müsste ja langen. Und dann werden wir noch auf kurze Loot-Runde gehen, um die Komponenten und die Metallteile zu sammeln. So, gut, gut. Nehmen wir die hier mit. Gucken, ob ich alle tragen kann. Kann ich tatsächlich. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, gehe ich mal hoch, weil da bin ich sicher. Da... Oh, Moment. Habe ich da meine Säge oder ist die hier unten drin? Ah, die Säge ist hier. Okay. Oh, den Hammer brauche ich doch bestimmt auch, um die Dinger zu bauen, oder? Na, das reicht doch hier alles nicht. Okay, lege ich mal das weg. Dann nehme ich die mit. Den Hammer.
Die Komponenten habe ich oben gelassen, oder was? Habe ich tatsächlich. Gut. So, bevor wir die Loks verbauen können, müssen wir daraus Wood machen. Und dafür brauchte ich die Säge eben. Da werde ich 8 Stück brauchen wahrscheinlich. Eigentlich nur 6, aber geht halt nur in 4er Schritten. So, schönes Regenwetter. Bauen wir die auf, soweit wie es geht. Mal schauen, wie weit wir kommen. Nummer 2 nicht ganz fertig. Und hier können wir wenigstens das Holz loswerden. Dann packen wir die restlichen Materialien hier rein. Naja, die kann ich auch auf den Boden legen. Das weg, den Hammer weg, die Säge weg. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir los. Vielleicht finde ich sogar noch einen Brecheisen, womit wir dann auch den locker da noch aufmachen können. Und den hier können wir doch schon runterschmeißen und mitnehmen. Vorsicht da unten! So, stellen wir den hier rauf. Irgendwie. Ich hoffe, das hält. Ich bin durstig, wahrscheinlich auch hungrig. Werd mal das hier essen. Mh, das sieht lecker aus. Ekelhaft. Aber Hauptsache, wir haben ein Auto. Das ist das Wichtigste. Ich sehe gerade, es ist ein bisschen Durst, also muss ich auch mal schauen, dass ich irgendwie Cola-Dosen oder sowas mitnehme, wenn wir jetzt looten gehen. Ah, das wird schon alles klappen. Ich bin sehr zuversichtlich. So, schauen wir doch einfach mal in der näheren Umgebung hier. Fahren wir einfach die Straße mal lang, bis ein Haus kommt, oder? So, da gibt's ein Haus. Und da drüben müssten wir über den Fluss rüber. Fangen wir doch erstmal hier an. Oh, nicht umfallen. Ah, meine Fahrkünste schon wieder. So. Nette kleine Hütte. Hey. Kein Gegrunze da. Ja, renn bloß weg. So, Komponenten. Dafür sind wir hier. Komponenten und Metallteile. Und was man halt sonst so findet. Ich nehme alles mit. Ich habe ja jetzt ein bisschen mehr Platz. Oh, eine Machete. Okay. Bleistift. Pfeile. Und Bogen. Zucker und Salz. Aha. Ach, das kann man auch mitnehmen. Tierfell, okay. Ah, ich glaube, das kann man auf so einen Rack machen, auf so einen Tanning-Rack. Und dann, Gerberei heißt das, glaube ich, übersetzt. Und dann wird das zu richtig gutem Leder. Woraus man dann wieder Sachen bauen kann. Wie man das so kennt aus solchen Spielen. So, ich bin verwirrt. Warum gibt es hier nicht mehr? Das ist ja ein bisschen dünn hier alles. Oh, hier sind ganz viele Racks. Einfach die Wäsche von der Wäscheleine klauen. Man kennt ihn. Ja, das war jetzt nicht doll. Dann würde ich sagen, machen wir den Stepper da über den Fluss. Was? Aus dem Weg, Schwein! Naja, Early Access. Ist halt so, wenn man gegen den Schwein fährt, dann ist das so, als wenn man gegen den Bär fährt. Rennt er mir hinterher? Ich wollte sagen, gegen Stein fährt. Bär? Habe ich ihn angefahren? Wo ist er hin? Ach da. Oh, okay. So, gehe ich mal hier rein. Okay. Salz. Das Holz brauche ich nicht. Holz brauche ich nicht. Was gibt's hier? Eine Bandage. Und Feuerzeugflüssigkeit. Brennholz brauche ich nicht. Ich habe genug Baumstämme noch bei mir. Wo ist der Bär hin? Da hinten, der liegt da. Okay, der kann schlafen. Ist eine gute Sache. Hier gibt's noch Loot. Rex, ganz wichtig. Und ich glaube hier hinter. Hier gibt's so ein sneaky, sneaky Versteck. Wo man sich sein Inventar upgraden kann. Mit plus 2 Slots. Die sind überall auf der Map verteilt. Die werden wir uns auch nach und nach holen. Aber jetzt geht's erstmal hier
an andere Sachen. Messer, habe ich das schon? Ne, ich habe noch eine Machete, ne? Nehme ich das Messer noch mit. So. Was gibt's denn hier noch? Da, Metall, das brauchen wir. Komponenten. Tücher, Autobatterie brauche ich jetzt natürlich nicht mehr. Noch mehr Metall. Ist hier was drin? Na, ein Liter lohnt sich kaum. Hier extra jetzt den Kanister zu holen. Aber hier haben wir Munition. Rifle Ammo. Ist das die richtige für mein Sturmgewehr, was ich gefunden habe? Ich glaube schon, oder? Ja. Mehr Teile. Okay. Nichts im Kofferraum. Handschuhfach hat nochmal andere Munition. Okay, dann verzichte ich auf den Pinsel. Und die Feuerzeugflüssigkeit, hier ist mehr drin. Hier sind 0,2 Liter drin. Okay, ich denke, ich habe alles von hier. So, tschüss Bär. Mach weiter deine Bärensachen. Ich bin erstmal raus. Fahren wir noch zu einer anderen Sehenswürdigkeit. Können wir noch zu dem Watchtower hier fahren? Das ist noch ein anderer. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier was zu trinken finde, aber hier müsste es weiteres Baumaterial geben. Boah, das wird jetzt aber schon dunkel hier. Machen wir so langsam das Licht an. Was ist das? Die schwebende Säge, man kennt sie. Feuerholz brauche ich nicht unbedingt. Hier sind Komponenten. Metall. Seil und Stoff. Ich will gleich mal ein bisschen Stoff mit nach oben nehmen. Denn ich will mir da etwas bauen. Denn in diesem Watchtower gibt es eine Werkbank. Einfach mal nach oben. Hier liegt eine Axt. Gibt's hier noch was? Nö. Axt habe ich ja schon. Schöner, großer, leerer Raum. Gibt's hier was? Nope. Und schauen wir noch in die Kästen hier rein. Leer, leer, leer. Alles ist leer. Und hier ist die Werkbank. Und an der können wir uns hoffentlich vielleicht so ein Köcher machen. Hier. Basic Quiver. Für einen besseren bräuchten wir Leder. Aber ich baue erstmal den. Oh, 45 Minuten. Das wird richtig dunkel, wenn wir fertig sind. Eieiei. Okay. Machen wir den. Dann habe ich den. Dann kann ich auch ab sofort den Bogen benutzen. Was ich noch haben möchte, ist eine Trinkflasche. Und ein Bucket, also ein Eimer. So, das sind Dinge, die wir zum weiteren Crafting brauchen werden. Und ihr seht, es ist jetzt einfach dunkel, sein Urgroßvater. Ich mache mich auf direktem Wege zu meinem Auto. So, Licht an. So, einmal wenden und dann geht's hier bergab. Und ich fahre mal vorsichtig, weil ich hier nicht wirklich viel sehen kann. Also die Scheinwerfer sind echt... Die sind auf jeden Fall auf Wisch bestellt worden. Meine Herren, die machen ja gar nichts. Aber ich kenne den Weg ganz gut. Zurück zu dem anderen Watchtower, wo ich mein Lager aufgeschlagen habe. Das ist gar kein Problem. So, angekommen. Licht aus, Motor aus. So, nehmen wir das hier mal alles mit. Den Bogen, die Pfeile. Der Rest kann auch hier drin bleiben. Die Munition vielleicht noch. Und von dem Zeug hier brauche ich auch erstmal nichts. Dann können wir nämlich noch, ich mache mal das Licht aus, die Sachen hier zu Ende bauen. Ziehen mal diesen Quiver hier an, dann ist der nämlich auch aus dem Inventar weg.
Dann kann ich ab sofort da Pfeile reinlegen. Und wie man das macht, ist, gehst auf Equipment, Quiver, Add Arrows. Und dann kannst du die Arrows hier reinziehen. Und dann sind die auch ausgerüstet, wenn du den Bogen in die Hand nimmst. Okay, soweit so gut. Es ist arschdunkel. Der erste Tag ist vorbei. Ich habe kein Wasser. Aber das macht nicht so viel. Also man überlebt eine Nacht ohne Wasser, ist nicht das Problem. Und dann ist morgen das Erste, was wir machen, uns um Wasser kümmern, uns um Nahrung kümmern. Und wir werden wahrscheinlich umziehen. Entweder nächste oder übernächste Folge. Zu einem größeren Haus, wo es dann auch viel Bauplatz gibt, wo ich dann auch langfristig bleiben möchte. So, kein schlechter Start in Tag 1 in Mist. Hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Wenn ihr dranbleiben wollt, lohnt sich ein Kanalabo. Und ich gehe jetzt hier schlafen im Bett. Und na, wir haben es 20 Uhr, also hell haben wir es um 8 oder um 7 oder um 6, irgendwas in dem Dreh. Also schlafe ich jetzt durch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.